und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um ein Adventskalender-Review und zwar geht es dieses Mal um den Action-Adventskalender. Den gibt es, wie es der Name eben schon sagt, nur bei Action. Der hat 8,88 gekostet, deswegen wollte ich ihn auch unbedingt ausprobieren, weil er super günstig ist. Hier für euch seht ihr jetzt 23 Produkte aus dem Adventskalender, die zeige ich euch jetzt. Und wenn ich die euch gezeigt habe, öffnen wir zusammen das 24. Türchen und schauen uns das genau an. Und jetzt würde ich aber einfach sagen, zeige ich euch die Produkte, die bisher so drin waren. Und ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Hier war einmal drin von Action Spa, also Spa Exclusive. Ich zeige euch hier mal die rote Seite. Ich glaube, die kann man mit am besten lesen. Das ist sozusagen ein Nagelbuffer. Das Ganze sieht ja so aus. Einmal eine Feile, Shine, Remove Ridges und Polish. Also so ein Ding, kann man gut gebrauchen, eben so ein Block. Dann einmal von Spa Exclusive Smoothing Body Scrub. Das ist eine LE. Aus derselben LE hat man hier einmal das Refreshing Face Wash. Dann einmal die Caring Day Cream. Das Badesalz. Dann hier das Duschgel. In der roten Farbe hat man hier noch einmal einen Badeschwamm und einen Nagelclipser. Dann hat man hier einmal eine weiße Serie reingebracht, Tribalicious Summer, da war einmal ein Duschgel drin, eine Bodylotion, ein Conditioner, dann quasi in dem Design hier einmal diese kleine Kosmetiktasche, die ich eigentlich ganz süß finde. Dann war hier einmal in weiß noch ein Gesichtshandtuch drin, so ein kleines, und einmal ein Haarband, was ich eigentlich auch ganz süß finde. Und dann war hier noch eine lila Serie drin, da waren einmal Badeperlen enthalten, einmal ein Lipgloss mit so Glitzer drin, eine kleine Haarspange, die ich wirklich sehr schön finde, gerade um so Strähnen zurückzutun, einmal eine Handcreme, ein Body Mist und einmal hier eine Body Butter. Das waren also die 23 Türchen. Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, zum 24. Türchen. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und ja, der Adventskalender sieht so aus. Ja, schon ziemlich zerstört. Logisch, ich habe ihn ja auch schon geöffnet. Ich muss sagen, man merkt, dass er halt ein bisschen günstiger ist. Hier reißt es halt oft so ein bisschen mit ein. Und ja, ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich finde, der sieht noch ganz gut aus für 8,88. Und jetzt öffnen wir hier das 24. Türchen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so auf. Ja, also bei manchen Türchen geht es recht schwer. So. Und hier ist nochmal von der Sommerserie was drin. Und zwar ein Shampoo. Jubilicious Summer Shampoo. Okay, hört sich ja ganz gut an. Ist eben auch eine LE, wie die anderen Produkte. Und einmal das. So, ich habe das Ganze jetzt wieder aufgeteilt. Ich habe drei Kategorien. Einmal für mich behalten, weitergeben oder in der Familie weitergeben. Und wie ihr sehen könnt, sind in diesem Fall hier nur zwei Haufen, denn ich werde hier nichts an meine Familie weitergeben können, denn die mögen diese Düfte alle nicht. Und wie ihr sehen könnt, behalte ich hauptsächlich Tools und die zwei Pflegesachen, die ich behalte, beziehungsweise die drei Pflegesachen, die ich behalte, sind zwei davon schon aufgebraucht. Was ich jetzt vergessen habe zu sagen vorhin, es waren noch zwei Badekugeln drin, die habe ich schon aufgebraucht, einmal von der weißen Serie und einmal von der lila Serie. Und es waren 10 Trenner drin in lila. Die finde ich nur gerade nicht. Ich weiß nicht, wo ich die hingepackt habe. Aber die werde ich auf jeden Fall auch behalten. Ich habe also von den 24 Produkten aus diesem Adventskalender nur 13, die ich behalte. Davon sind das meiste eben Tools. Und 11 Produkte gebe ich weiter. Ihr könnt euch schon denken, diesen Adventskalender würde ich tatsächlich nicht nochmal kaufen. Die Düfte, muss ich dazu sagen, sind das Ausschlaggebende. Die riechen alle sehr parfümiert, sehr, sehr stark, sehr intensiv, nicht so schön parfümiert, sondern sehr unangenehm parfümiert, meiner Meinung nach. Wenn ihr die Düfte mögt, schön, aber ich bin da einfach kein Fan von. Ich habe hier das Duschgel hier unten einmal aufgebraucht und hier oben das Peeling. Das Peeling fand ich schlecht, das Duschgel war ganz okay. Ja, die Badeperlen werde ich unter einmal aufbrauchen, dann sind sie weg, beziehungsweise ja, hier der Duft gefällt mir halt überhaupt nicht, deswegen gebe ich das auf jeden Fall weiter. Der rote Duft ist ganz okay. Jetzt so viele Badeperlen, das nimmt man ja nicht lange wahr.
Wie gesagt, ich würde mir den selbst für 8,88 nicht noch einmal kaufen. Ich finde die Tools ganz cool. Wie gesagt, hier diese Haarklammer für so ein paar Strähnen zurückmachen, finde ich super. Duschschaum kann ich immer gebrauchen. Auch Nagelknipser kann man immer gebrauchen. Das kleine Handtuch fürs Gesicht finde ich toll. Das Band, wenn man Masken macht, finde ich toll. Und auch diese kleine Kosmetiktasche finde ich süß. Das kann man immer gebrauchen. Aber der Rest, muss ich sagen, bin ich nicht so ein Fan von. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem Adventskalender, falls ihr den selber hattet oder jetzt eben aus dem Video, was ihr dazu sagen würdet. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dass ihr jetzt so ein bisschen eine Ahnung habt, was da so circa drin ist. Und ich denke, das wird jedes Jahr auch ungefähr das gleiche sein. Ja, ich hoffe natürlich, dass das Video euch trotzdem gefallen hat, auch wenn es so ein bisschen negativ war. Aber ich sage halt meine echte Meinung, was ich von dem Adventskalender finde oder was ich davon gefunden habe, denn der ist ja jetzt komplett leer. Und ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch dieses Video eben gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.